Herzlich willkommen zum nächsten Unboxing. Ja, wie unschwer zu erkennen ist, handelt es sich hier um den Monitor. Ja, der Produktname steht ja auch schon, glaube ich, irgendwo drauf. Genau da, Samsung B2430. Und den packen wir jetzt mal aus. Der ist allerdings nicht ganz neu, der ist sozusagen fast neu. Hat keinerlei Display-Kratzer und wurde von einem Händler verkauft. Habe ich für, ich weiß gar nicht, irgendwas mit 107, 106 irgendwas ersteigert. 24 Zoll, Full-HD-Monitor. Und für den Preis, ja, da konnte ich nicht Nein sagen. So, dann packen wir das Monster hier mal aus. Ist ein bisschen schwer schon wieder, aber Moment. So, jetzt sind wir wieder im Bild. Ja, kriegen wir hin, hoffe ich jedenfalls. Aber müsste gehen. So, erstmal hier alles aufschneiden. Ja, geht mit meinem stumpfen Taschenmesser total gut. So. Jetzt müssen wir es haben. So, dann einmal hier in der Mitte. Ich hoffe, jetzt habe ich nicht den Monitor zerschnitten. Ne, habe ich nicht. Gut. Wäre relativ unpraktisch, wenn das sofort passiert. So, jetzt müsste es auch gehen. Jawolle, da haben wir es. Geht doch. Gar nicht mal so schwer. So, dann haben wir hier die ganzen Plastikverpackungen. Styroporverpackungen. Und irgend so ein Quick Installation Guide hier. Ja, ist nichts Besonderes. Kann ich jetzt hier auch wegpacken. So, dann hier auf jeden Fall wichtig, die Verbindungskabel. Das müsste das DVI-Kabel sein. Ich packe sie auch mal ganz kurz aus. Moment, ihr seht wieder nichts. Das ist einfach zu groß hier. Sieht aus wie ein DVI-Kabel. Ich packe es mal ganz kurz aus. Das ist irgendwie so mit so einem komischen Gummi hier. Aua, verpackt, ja. Ja, das sieht aus wie ein neues DVI-Kabel. Das ist ja schön. Müsste es sein, wenn nicht, dann entschuldige mich, aber müsste es theoretisch sein. So, komplett hier scharf. Ja, so, seht ihr, müsste es sein. Und das Gute ist, es ist auch ein VGA-Kabel dabei. Das seht ihr dann hier. Ja, das ist ein VGA-Kabel. Da habt ihr es nochmal scharf, hoffentlich irgendwie. Ja, so halbwegs. Ja, auch dabei finde ich gut, dass da zwei Kabel dabei sind. Das ist nicht schlecht. So, dann packen wir mal irgendwo hin hier. Ja, hier ist sehr viel Platz. Verdammt. So. Dann packen wir doch aus einmal das hier. Wie unschwer zu erkennen ist, ist das Netzteil. Ja, auch Standard. Und dann haben wir hier noch einmal ein Teil vom Fuß. Ein bisschen voll Styropor, aber gut. Sieht aus wie ein Teil vom Fuß und ist es wahrscheinlich auch. Und hier ist dann letztendlich der Fuß. Der sieht eigentlich noch relativ neu aus. Hat ein paar Mini-Kratzer, aber sonst sieht der wirklich wie neu aus. Sieht man wahrscheinlich so gar nicht. Nur wenn man den ins Licht hält, dann sieht man ein paar Kratzer und meine tollen Fingerabdrücke jetzt. Aber gut, ja, das hier ist ein Fuß. Da sieht man schon, passt rein. So, dann. Moment, kurz ablegen. So, dann geht es jetzt weiter mit dem Monitor, dem Riesenvieh. Ich hoffe mal, der taugt noch was. Ich habe mir so ein paar Tests angeguckt, aber es scheint nicht schlecht zu sein. Jedenfalls Preis-Leistungs- verhältnismäßig soll der wirklich einer der besten sein für den Preis jetzt. Neu kostet der, ich meine, 150 oder 160 um den Dreh. Ist aber nicht der dünnste, darauf kam es mir noch nicht an, aber der sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Moment. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Doch, ich nehme es einfach mal so raus. Sonst fail ich gleich wieder. Oh ja, das ist schon ein ziemlich großes Teil, das ist fast ein Fernseher schon. Also da freue ich mich auf jeden Fall schon, damit zu arbeiten. Also es ist wie zweites Weihnachten, kann man schon sagen. Es ist einfach nur geil. So, da haben wir es. Ich hoffe mal, ihr seht alles. Wie gesagt, ich kann gerade nicht auf die Kamera gucken. Ist ein bisschen schwer. Ja, ich finde, das sieht aus wie neu. Also dort stand drin, fast neu. Für mich sieht der aus wie neu. Also ich sehe jetzt hier auf dem Display sowieso keine Kratzer. Und an der Seite hier, ja gut, minimale Gebrauchsspuren, minimal wirklich nur. Seht ihr da unten hier irgendwo? Moment, ja hier so, hier unten, da sind so minimale Kratzer, aber die kommen sowieso schnell auf das Kunststoff, von daher, mich stört das überhaupt nicht. Aber ich finde hier gut, dass da unten, das sind alles Touch-Tasten, manche mögen es nicht, ich mag es auf jeden Fall sehr und ich finde es auf jeden Fall richtig gut. So, yo, das ist auf jeden Fall nicht das dünnste Gerät, das weiß ich. Hier sieht man nochmal, ja, wie dünn oder dick das ist. Das stört mich aber nicht. Solange der gut ist, eine gute Bildqualität hat,
ist das richtig gut. Und vor allem das Rückdesign gefällt mir sehr gut. Das ist so geriffelt. Ich zeige es euch nochmal ganz kurz. Ja, man sieht es auf jeden Fall. Und ja, hier noch die Anschlüsse. So, das war's jetzt aber auch. Ich lege den mal hier vorsichtig dahin und werde ihn dann gleich auch nochmal testen. Spätestens, wenn mein PC fertig zusammengebaut ist, dann seht ihr den Monitor auch im Einsatz. Und ja, ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Da ist noch Styropor im Bildschirm drin. Oh, geil. Ich hoffe mal, ihr seht das hier gerade. Da ist Styropor im Bildschirm. Warte, das muss ich jetzt mal zeigen. Moment. Da hängt Styropor im Bildschirm drin. So, also nicht im, aber so fast. So irgendwie da. Ja, da sieht man es. Gut, das ist jetzt nur Nebensache. Rauszoomen. Und ja, falls ihr dann den ganzen PC zusammengebaut erleben wollt, falls ihr sehen wollt, wie man das macht, dann auf jeden Fall abonnieren und dranbleiben, denn ich werde das auf jeden Fall aufnehmen. Auch wenn es mein erster PC Zusammenbau ist, sollte das für mich kein Problem darstellen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.